Platz 1, Chelsea gegen Hertha Berlin. Platz 2, Hamburg gegen Dortmund. Emotionen, Einsatz, Ehrgeiz, Spass und einfach zusammen zu shooten. Am Kids Day zu Saniglas ist das heute das Jahr wieder auf dem Programm gestanden. Die Idee davon ist einfach, den Kindern einen schönen Fußballnachmittag zu bieten, wo sie sich so richtig austoben und Freude haben können. Hinter dem Ganzen steckt der Stefan Wolf. Als ehemaliger Fußballprofi, der mit Luzern, Servet, St. Gallen und Zito gespielt hat, kann er auf eine grosse Erfahrung zurückgreifen. Kisses sind total blaus. Also, egal, ob du nach deinem ersten bist oder letzten, jedes Kind kommt am Schluss eine Medaille über oder einen Pokal. Da kommen sie noch ein Ticket über vom FC Sion gegen Lugano, wo sie schauen können. Und es ist wirklich null Plausch. Und das wollen wir auch so beibehalten. Dass das, die Kinder kommen am Eis, kommen das Trikot über, das Starterpaket über, wo sie ein paar Giveaways bekommen. Und nachher wird einfach geshootet und am Schluss gibt es eine Rangverkündigung. Bei dieser Rangverkündigung können wir, wie gesagt haben, können alle eigentlich das Gleiche nehmen. Kind zwischen 6 und 12 teilt man dem Alter neuen Mannschaften ein, die einen Namen bekommen. So gibt es da öfter im Zaniglaser Fußballplatz Birchmatten beispielsweise Match zwischen dem VfL Wolfsburg gegen Manchester United. Der Kids Day organisiert der Stefan Wolf in der ganzen Schweiz verteilt an 11 Standorten. Dabei ist der einzige im Oberwallis Zaniglas. Und da ist der Stefan Wolf Stammgast. Für mich persönlich einer der schönsten Kids Day, weil da sehr viel Herzlichkeit dabei ist, eine super Umgebung. Die Kinder sind mega sympathisch und dankbar auch. Und das Ambiente stimmt auch für mich. Und ich bin natürlich auch einfach gerne im Oberwald. Als einer der Höhepunkte für die Kinder probiert der Stefan Wolf an ihrem Standort, Spieler von einem Profiverein einzuladen, die Kinder im Verlauf des Nachmittags besuchen. Ja, das sollte eigentlich schon das Ziel sein. Also, da bemühen wir uns, dass wir immer einen Fußball aus der Region einladen können für eine Autogrammstunde. Fußball wird länger unpersönlicher. Auch die kleinen Kinder oder die Kinder kommen nicht mehr so zu diesen Stars hin, wegen der neuen grossen Stadien, die es hat. Früher, als ich ein junger Bub war, dann konnte ich auf Luzern gehen, auf dem Ende, und habe ich gewusst, wo die Spieler rauskommen und konnte dort ein Autogramm holen. Das ist eigentlich heute fast nicht mehr möglich für die Jungen, für die Kinder, weil die Stadien modern sind. Die meisten Spieler gehen nachher in die Tiefgarage und gehen mit dem Auto weg. Und unter der Woche hat es sogar noch 2-3 Training, die nicht einmal öffentlich sind. Eigentlich. Und so wird der Bezug zum Fußballer, der persönliche Bezug, geht eigentlich immer mehr verloren. Und das wollen wir eigentlich verhindern, indem wir uns bemühen, bei diesen Kids ist immer ein Star, 2-3 Spieler zu holen, damit die Nähe wieder da ist. Und das Ziel ist auch bei diesen Kids, dass wir immer Emotionen haben, den ganzen Tag. Das fängt an, wenn sie kommen und dann sehen sie, dass sie bei Barcelona sind oder bei Manchester. Das ist schon die erste Emotion. Und nachher spielen sie das Turnier natürlich. Dann ist noch dann eben die Emotionen mit den Fußballstars und am Schluss noch die Rangverkündigung, die Verlosungen, wo man dann Göckanillerschuhe verlosen zum Beispiel oder Matchball. Und das soll den ganzen Tag einfach die Emotionen vom Sport, vom Fußball, wenn wir den Kindern so weiterbringen. So sind jetzt mal der Nicola Lüchinger und der Daniel Foulonier vom FC Sito vorbeischauen. So haben sie ganz viel Autogramm gegeben und sind für Erinnerungsfoto zur Verfügung gestanden. Ja, ich kann mich neu in meine Lage versetzen. Ich habe früher auch immer sehr gerne Fußball gespielt und mache es heute auch noch. Und das ist sicher eine riesige Sache mit dem super Wetter, schönen Rasen. Mal passt, ja. Und ihr kommt gerne so den Kontakt mit den Kindern suchen? Ich mache dir so gerne so Auftritte wie heute. Ja, mal gefällt mir da mit den Kindern Zeit verbringen. Das ist eine gute Sache. Dabei waren sind insgesamt 116 Kinder. Und wie es halt im Sport ist, gibt es halt einmal das eine oder das andere Bubi. Hinter dem ganzen Projekt von Stefan Wolf steckt die Stiftung Next Sport Generation. Die hat er vor 3 Jahren zusammen mit 2 Kollegen gegründet. Die Stiftung haben wir eigentlich das Ziel oder den Zweck, den Sport bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Und wir haben 3 Bereiche, einen Talentbereich, wo wir
Talente aus dem Sport, aus Randsportarten finanziell unterstützen. Dann haben wir Breitensport, wo wir die Kids Days machen in der ganzen Schweiz, wo wir Kinderfußballnachmittag machen. Und dann haben wir soziale Projekte mit behinderten Kindern, wo wir den behinderten Kindern immer die Emotionen vom Sport überbringen. Also, dass wir zum Beispiel mit behinderten Kindern Fußballspiele schauen und eine Autogrammstunde in Heimen organisieren. Stichwort organisieren. Zwar steht die Stiftung dahinter, die Arbeit und die ganze Organisation ist aber ein Familienbetrieb. Im Vorfeld tue ich alles organisieren. Alles, das Marketing, Finanzen, den ganzen Auftritt und so, das mache ich. Dann am Tag selber ist immer mein Schwiegervater da. Wir tun alles aufrichten, aufstellen. Manchmal ist meine Frau noch da. Schwiegermami schaut für die Kinder schauen. Und so ist es eigentlich ein kleines Team. Und wir sind wirklich nur mehr, die das machen. Und auf dem Spieltag selber ist der Verein, wo wir die Schiedsrichter stellen, wo aber in der Regel auch Junioren sind zum Beispiel. Und sonst muss sich eigentlich der Verein um nichts anderes kümmern, als um einfach die Infrastruktur zu geben. Gegeben hat der Kids Day den Kindern auf alle Fälle viel. Emotionen und viel Eindruck haben die Kinder bekommen. Vielleicht kommt das ein oder das andere Kind später einmal als Profi zurück und kannst dich dann an seine Junior-Zeit erinnern.